Ich habe heute ein cooles Video für euch. Vicky ist noch nicht hier, aber sie weiß, dass ich gleich ihre Haare bearbeiten werde. Nur, sie weiß noch nicht wie. Ich durfte nämlich wieder entscheiden, wie ihre Haare gemacht werden. Und ich habe mir sowas Cooles ausgedacht. Nur, es gibt ein kleines Problemchen. Ich habe mir diese Schachtel bestellt. Die ist super zerknautscht herangekommen. Und ich glaube, ich habe auf die über 2 Monate gewartet oder so. Und inzwischen gibt es schon Videos über das auf YouTube. Und ich hoffe so sehr, dass Vicky das noch nicht gesehen hat. Weil wenn sie dann das erkennt, dann weiß sie, was ich vorhabe. Das wäre doof. Ich hoffe einfach, sie hat das noch nie gesehen. Denn das sind ganz spezielle Farben. Sie wird danach aussehen wie ein Regenbogen. Violett, Pink, Peach, dann Lime Green, Sunny Yellow und Smoky Gray. Diese Farben werde ich alle färben. Und das sind keine normalen Farben. Die sind super speziell. Die waren auch echt teuer. Soll ich schon verraten, was der Trick dabei ist? Weiß nicht. Die können dann was. Aber ich habe mich dazu entschieden, es euch auch noch nicht zu verraten. Und dann seht ihr später was. Die können mega speziell. Ich freue mich total drauf. Das wird so, so cool. Vicky, du kannst schon kommen. Hey, Bro! Hey, Bro! Oh Gott, ich bin aufgeregt. Kann es doch sein, es wird das heftigste Haarergebnis ever. Und werde ich dann schön aussehen? Weiß nicht. Wir haben ein Kissen vergessen. Auf der Hin... Oh! Wem ist es aufgefallen, dass ein Kissen fehlt? Hey, das hat im letzten Video schon gefehlt. Oh, ich bin so gut in letzter Empfangen. Immer wenn Sarina mir was will, fange ich das. Weil ich es einfach nicht mehr so ernst nehme. Ich mache einfach so dang und ich hab's. Wo legen wir es hin? Es hat gar keinen Platz. Okay, ich habe extra meine Haare nicht gewaschen. Weil ich muss sie ja schätzungsweise gleich waschen. Ja. Wird es jetzt schön oder geht so? Weiß ich nicht. Wir müssen noch was ankündigen. Leute, wir haben etwas zu verkünden. Was richtig cool ist. Wir werden an den nächsten Samstagen mega, mega krasse Dinge verlosen. Das sind die Adventssamstage. Also unsere Videos kommen ja nicht Sonntag, deswegen können wir nicht den Adventssonntag nehmen. Deswegen nehmen wir die Adventssamstage. Und wenn euch mal interessieren würde, was das so wäre, vielleicht wäre ja irgendwas bei den Verlosungen dabei, was ihr so seht gerade. Kleine Tipps. Vielleicht gibt es auch ein iPhone. Aber cool bleiben, Leute. Am besten abonniert ihr unseren Kanal. Dann werdet ihr an den nächsten Samstagen auf jeden Fall sehen, wenn unsere Videos online kommen. Und dann könnt ihr bei der Verlosung mitmachen. Hier unten könnt ihr abonnieren. Und es ist natürlich kostenlos. Ihr müsst nur Abonnent sein. Aber das jetzt ist noch keine Verlosung. Also das kommt erst an den nächsten Samstagen. Und jetzt geht's dir an den Kragenhaare. An meine Haare. Guck mal. Hä? Nee, du darfst nicht genau gucken. Okay. Da sind Farben drin. Farben macht mir echt bunt. Ja. Oh nein, wirklich? Guck mal, hier kannst du Löffelformen gehen. Das ist extra dabei gewesen. Ein Farblöffel. Was hast du denn da gekauft? Etwas sehr Teures. Fangen wir an. Oh Gott, ich bin schon wieder so nervös. Wie lange hält die Farbe? Für immer? Zack. Sarina hat mir schon mal Regenbogenhaare gemacht, aber die waren versteckt. Die waren unten drunter. Guckt euch das an, wir verlinken es euch. Ja, hoffentlich wird das jetzt heute auch so gut. Du willst extra trödeln. Das riecht voll gut. Riech mal, das riecht wie Parfum. Toll. Und was machst du denn? Was machst du denn als erstes? Oh Gott, oh Gott. Hier, hast du so ein Behältnis. Danke. Handschuhe nicht vergessen. Ja, 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 ja. Ich zieh am besten auch noch Handschuhe in meinen Kopf. Was ist das denn? Hä? Da ist noch ein Schwamm dabei. Ach, das musst du vielleicht in den Schwamm auftragen? Machst du mir Ombre? Was ist das? Basecreme. Hey, das ist die Basecreme. Ich will aber wissen. Okay, wo fangst du an? Warte, ich muss mir ein Handtuch umlegen, sonst machst du alles schmutzig. Warte, ich brauche ein Handtuch. Oh, das ist grün. Was machst du? Das ist doch voll cool. Du sollst die Sachen nicht angreifen, Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Machst du mich? Aber was ist, wenn ich keine grünen Haare haben will? Dann bist du in dieser Sendung hier falsch, Junge. 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 Ich brauche meine Brille besser, nicht, dass du die färbst. Oh Gott. Oh Gott. Das ist doch hoffentlich nach einigen Wochen wieder draußen. Hast du eigentlich ein Konzept? Wie gehst du vor? Nein, ich habe noch kein Konzept. Aber das musst du dir doch vorher überlegen. Wo kommt denn überall Farbe hin auf meinen ganzen Kopf? Es wird bunt, das ist egal. Ja, aber du kannst mir natürlich Flecken machen. Hier ein Klecks, da ein Klecks. Und funktioniert? Siehst du schon was? Du machst einfach eine grüne Strähne. Was tust du denn? Ich bin ausgebildete Friseurin. Keine Panik. Das ist so cool. Wie wär's mal mit komplett grünen Haaren? Ich weiß nicht, ob das meinem Tö steht. Das unterstreicht mich bestimmt nicht so gut. Oh, die Farbe riecht aber gut. Hier sind ein paar Flecken, aber das kriege ich schon noch gebacken. Oh, super. Das klingt toll. Das klingt, als könnte ich dir total vertrauen. Oh Gott.
Kannst du mich auch jetzt sagen, was es wird? Es werden viele Farben nebeneinander. Du machst einen Oberhalbregenbogen. Hier vorne hast du hier schon? Okay. Du hast einfach irgendwo begonnen. Das macht Sinn. Das stärkt mein Vertrauen zu dir. Ich brauche eine neue Schüssel. Das ist die nächste Farbe. Leute, ich hatte noch nie Haarfarbe, die so gut riecht. Die riecht so gut. Wo hast du die denn her? Was ist das denn für eine Marke? Die ist super neu. Super neu. Ich finde, du steckst es echt gut weg, dein Schicksal. Ich versuche cool zu bleiben und noch irgendwie nett zu dir zu sein. Danach wirst du sauer? Vermutlich. Ich vertraue dir doch so ein bisschen, weil deine letzten Ergebnisse dann ja auch recht okay geworden sind. Aber das ist anders. Ja, aber du willst doch nicht, dass ich komplett doof aussehe, oder? Echt jetzt? Würdest du das machen, dass ich richtig hässlich aussehe? Nee. Oh Gott, du hast viel zu lange gezögert. Oh nein. Vielleicht muss ich mir meine Haare dann einfach abschneiden. Oder ich kaufe mir eine Perücke. Ich habe ja schon eine. Vielleicht setze ich dann einfach meine mintgrüne Perücke auf. Ich weiß nicht, wie man so gut hier den oben den Übergang macht. Was machst du denn gerade? Irgendwie funktioniert das nicht so. Sieht voll doof aus. Aber das ist nur Tönung, oder? Sag doch was. Mann, das wird voll hässlich. Hör auf, mich jetzt nervös zu machen. Nein, ehrlich. Wenn du das sehen würdest. Was machst du denn? Vielleicht soll ich mir einen Schwamm nehmen. Ja, vielleicht. Einfach in die Farbe rein. Oh, das ist ja cool. Hey, das ist richtig gut. Ich schätze mal, die haben nicht für umsonst den Schwamm dazugelegt. Wow, du bist gerettet. Was ist das für eine Haarfarbe, die man mit einem Schwamm aufträgt? Wie lange brauchst du noch? Ich habe schon keinen Bock mehr. Geht's noch? Haare färben ist echt langweilig. Das Lila sieht so cool aus. Ja? Aber das Grün auch. Ist es nicht ein bisschen dunkel? Ja. Ja, aber sieht gut aus. Färbst mein Ohr. Ich habe Kaktussocken an, das kann nur gut werden. Sind das deine Glückssocken? Ja, sind das. Schwarz? Soll ich dir irgendwie helfen? Guck mal, Leute, rot habe ich jetzt auch schon gemacht. Und jetzt kommt schwarz. Rot-schwarz, das geht ja gar nicht. Rot-schwarz ist so meine Hassensfarbkombination. Ist das wirklich schwarz? Das ist wirklich schwarz. Warte jetzt mal. Hey, können wir kurz reden, bitte? Man kann immer reden. Willst du jetzt wirklich, kannst du mir bitte sagen, wie lange das bleibt, sonst mache ich das nicht. Es bleibt nicht lang. Wie lang? Ein paar Haarwäschen. Komm. Drei Haarwäschen? Wenn ich mir heute dreimal die Haare wasche, ist es weg? Ja. Nein, es war... Machst du mir jetzt wirklich schwarz? Boah, Vicky. Schwarz steht mir gar nicht. Das... Nein. Aber du bist doch eigentlich nicht so böse. Das ist so dunkel. Oh Mann, das ist echt ein bisschen hässlicher geworden, als ich genau. Ich hab das halt noch nie gemacht. Oh Gott, jetzt wirst du nervös auch noch. Das ist kein gutes Zeichen. Ich werde das retten. Oh, das sieht fäckig aus. Nimm den Schwamm. Ich sehe mich schon. 3 Jahre lang Haare waschen. Oh, noch mehr Farbe. Sicher? Hä, wo ist die hin? Es tut mir leid, dass es jetzt nicht so geworden ist, wie ich das wollte. Wie wolltest du es denn? Ich habe so ein cooles Foto gesehen und da war das so eine coole Farbkombi. Ja, und jetzt gefällt es dir nicht. Ich style dir dafür die Haare richtig cool und dann sieht es besser aus, okay? Alles gut machen? Ja, mach. Du bist jetzt unzufrieden. Guck das an! Ja, gib mir mal einen Spiegel. Alter, hier sieht aus wie Fasching. Toll, ich kann jetzt meine Haare gleich in der Badewanne einweichen, bis das rausgeht. Wie lange hält das? Kann ich mal die Packung lesen? 3 Wochen. Hahaha, ha, das hält nicht 3 Wochen. Hier vorne schwarz. Ist doch klar, dass das aussieht. Ich mache dir dafür Locken. 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 Wow. Toll. Magst du keine Locken? Nein, ich will, dass es rausgeht. Guck mal, ich mache jetzt voll die schönen Locken, okay? Oh mein Gott, es funktioniert! Hä? Aber das ist doch nicht meine Haarfarbe. Oh mein Gott, Leute. Und hier? Oh, es ist weg. Es ist weg. Es ist weg. Das ist schwarz. Hä? Und habe ich jetzt hier gelb? Was habe ich jetzt hier? Oh mein Gott, wie heftig ist das denn? Warte mal, ich mache es mal wieder schwarz, ja? Ist das mit Wärme? Und wie sehe ich jetzt morgen aus? Kannst du mir das noch schnell sagen? Wie das morgen aussieht, weiß ich nicht. Gib mal den Föhn. Lass uns den Föhn probieren. Wo ist auch warm hier, ne? Okay, geht's. Und? Ich sehe aus wie ein Fleckerlteppich. Mir ist schon richtig heiß. Lila wird pink, oder? Ja. Oh mein Gott. Ich habe noch nie so was Arges in meinem Leben gesehen. Das ist heftiger als jeder Stimmungsring. Grün wird gelb. Und tada! Wie findest du eigentlich gelbe Haare an mir? Voll cool! Vor allem gelb und pink ist cool. Hier hast du ganz viel. Hier. Vielen Dank. Zack, weg ist das Lila. Okay, und hier, das ist schwarz. Und es wird durchsichtig, oder wie?
Ja, das ist mir recht, weil das Schwarz ist echt hässlich. Ich kann jetzt nur noch mit einem Glätteisen durch die Gegend gehen und glätten. Eigentlich habe ich keine schwarzen Haare, das sehen Sie doch, oder? Stell dir das mal vor. Das ist irgendwie wie eine Erfindung, wo man sagt, das erfinde ich mal. Aber das ist so eine unrealistische Erfindung, aber das gibt's. Glaubt es gar nicht. Dein Glätteisen ist jetzt bunt. Und wie immer lasse ich das natürlich nicht auf mir sitzen. Also als nächstes bin ich dran. Und wenn ihr wollt, dass ich Sarina das nächste Mal wieder irgendwas mit ihren Haaren anstellen darf, dann lasst einen Daumen nach oben da. Bei 50.000 Daumen nach oben darf ich was? Etwas mit deinen Haaren machen. Ich werde es dir natürlich nicht verraten. Guck nicht so. Ganz sicher, du hast mir die Haare schwarz gefärbt und dabei gelacht. Ich bin ganz sicher jetzt dran. Ich muss es jetzt allen Menschen zeigen, die ich kenne. Vergesst nicht auch, den Kanal zu abonnieren, denn es kommen mega coole Gewinnspiele. Macht euch gefasst. Sowas gab es bei uns echt noch nie. Ich war aufgeregt. Ich hoffe, ihr freut euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und bis bald, wenn ich an Sarinas Haare ran darf. Bei 50.000 erst. Ja, Daumen nach oben, Leute.